Yo, ihr gewaltigen Dropouts, herzlich willkommen zurück bei Highscore Dropout TV und einer weiteren Runde God of War. In der letzten Folge haben wir gegen King Kong gekämpft, Atreus' Leben gerettet. Ja, natürlich weiß ich, es war nicht King Kong, sondern es war ein Oger, sah aber echt wie King Kong aus. Und davor haben wir Sindri getroffen, das war oder ist der Bruder von Brock, ein lustiger kleiner Geselle, möchte man sagen. Und jetzt heute geht es mit der Main Quest weiter, die Reise zum Berg. Ich wünsche uns allen viel Spaß damit heute bei God of War. Herzlich willkommen zurück hier am Fuß des Berges. Hier haben wir letztes Mal gekämpft gegen den Oger namens King Kong. Da ging es irgendwie nicht runter. Da hinten wollte ich auch noch drauf. Ich weiß aber nicht wie. Sehe ich momentan keinen Weg. Oh shit. Ja, das war nicht so schlau. Ich brenne. Ich brenne. Ach, verdammt nochmal. Okay, das merke ich mir. Und jetzt weiß ich, wie ich da rankomme. Ja. Brustrüstung. Zeig mal. Geheimschulterwickel. Nee, ist Kacke. Zeigt aber mehr von meinem Oberkörper. Nee, ich bleib bei dem Waffenrock. Ah, jetzt dachte ich, da wäre ein Weg. Egal. Tja, jetzt machen wir das so. Muss ich mir merken. Muss ich mir merken. Was bedeutet das? Okay. Jetzt. Berggrund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Müssen wir echt ganz darauf? Wow. Okay. Ob Sindri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihn in Gang bringen? Das ist mir egal. Aber du kannst dich nicht mit einer Axt durch Wurzeln hacken. Dein Ernst. Es sind magische Wurzeln. Naja. Dazu kommen wir sicher noch. Die sehen irgendwie aus, als könnten sie zum Leben erwachen. Da komme ich auch nicht ran. Oh, da ist ein Gesicht im Berg. Ein schwarzer Rauch kommt aus dem Mund. Was erwartet uns da? Ist das Rauch? Los, Ich Kleiner. kann nicht mehr. Dein Ernst? Ich dachte, ich kann das Eis irgendwie zum Einsturz bringen oder so. Ah.
Okay. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Ah, ich glaube, in eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Ich glaube, jetzt löst sie die Wurzeln. Warte mal, kannst du auch die Wurzel da hinten lösen? Wir nehmen das hier. Na, okay. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Moment, ich muss noch was kaputt machen. Den musst du umlegen. Da, läuft. Läuft. Tyrs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Ja, von dort müssen, aus reisen wir nach Alfheim. Wir müssen doch dahin. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ich bin bald Level 2. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh, klingt einsam. Coole Abkürzung. So, und jetzt? Da rein. Sie kann ja keine Türen selbst öffnen. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Eosta! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie Geil. Kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Ja, gib mir eine.
Diese Wurzeln, was ist das für eine Magie? Von den Vanen. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Vanengötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Geil, wie die Figuren da ziehen. Tieres Tempel, erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tier bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Ah, noch ein weiterer Tipp. Okay. Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Oh. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Juster. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Die Brücke neu ausrichten. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt, jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Ja, Mann, sehr stark. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Naja. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Oh Mann. So zwischen den Zähnen. Ja, mir geht es gut. Haben die Riesen oder die Alben Tiers Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Brocks Laden. Ja, schief. Justa. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Aha.
Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Cool. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Warum? Du bist doch cool und hübsch. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Weltenreisekammer. Was ist das? Ah, die Architektur ist schon geil, ey. Was ist dieses Licht? Und ich kann nicht rennen. Ich schaue es mir trotzdem mal an. Okay, solange es nicht explodiert, ist alles gut. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Tretet an den Tisch. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Okay, Vanaheim. Welt nicht verfügbar. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrune wird niemals funktionieren. Ihr müsst die Zielwelt. Moment! Bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Ja, jetzt in diese Welt reisen. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen.
Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Also auch hier gibt es seinen Laden. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgeht. Nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Sieh dich hier doch mal Brücke. Um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Ein Weg zum Licht finden. Nice. Oha. Was ist das? Eine Sekunde, Kleiner. Ich muss was kaputt machen zur Begrüßung. So. Okay, jetzt. Hallo? Dürfen wir vorbei? Leuchtet was im Innern des Knotens? Ah, okay. Ich glaube, du hast es erledigt. Sieh mal da oben! Was ist das? Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Oh, das wird auf jeden Fall noch unser Problem werden. Junge. Sieh her. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Der ewige Krieg um das Licht dauert an. Dasselbe Licht, was wir für den Bifrost benötigen, natürlich. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. So, jetzt
bisschen ernst hier. Gut gemacht, Kleiner. Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Dunkelalben. Anders als die Lichtalben aus Alfheim bevorzugen die Dunkelalben finstere Orte. Ach was, echt? Vielleicht wollen sie deshalb das Licht verdecken? Sie können fliegen und sind offenbar ziemlich schlau und gut organisiert, mehr noch als die meisten unserer bisherigen Gegner. Ihre Waffen sind vielseitig und sowohl im Nahkampf als auch auf Distanz nutzbar. Ähnlich wie Vaters Axt. Ein würdiger Gegner. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Schon das Geräusch. Das ist komisch. Ja. So. Nichts mehr. Aber eigentlich sehr schön hier. Hast du was gesagt? Nein. Doch, ich hab gesagt, das ist sehr schön. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Symbol des Trotzes. Schaue ich mir später an. Moment, ist das Sindri? Schnell machen. Nö. Moment, ich höre doch was. Atreus, komm her. Gut, ich komme. Nee, noch nicht. Wir reden erst mit Sindri. Bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden. So. Jetzt weiß ich. Da drüben ist ein verheddertes Boot. Boot ist los. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Komisch. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Yggdrasils Abklingzeit-Tau. Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht.
Cool, wie kann ich den Trank benutzen? Moment, Ressourcen. Nö. So, wir müssen das Licht von Alfheim erlangen und den schwarzen Atem zerstreuen, um den Berg zu erreichen. Wir sind tatsächlich nach Alfheim gereist, einer völlig anderen Welt, aber die Hexe ist verschwunden. Hoffentlich geht es ihr gut. Jetzt müssen wir das Licht finden, mit dem wir den Bifrost füllen können, um nach Midgard zurückzukehren und ihn gegen den schwarzen Atem einzusetzen. Okay. Ja. So, jetzt habe ich mächtig aufgelevelt hier, beziehungsweise neue Moves gelernt. Muss ich alles noch verinnerlichen. Weiter geht's. Wie konnte ich das übersehen? Ja? Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Was passiert mit dem Jungen? Sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sehr, sehr rätselhaft, diese Welt. Lichts. Traurig der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Ein bisschen übertrieben.
Jo, Kratos, beruhig dich, beruhig dich. So. Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Bestimmt. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Ab geht's. Und kannst du nicht darunter? Wir könnten doch einfach über das Seil gehen. Also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Konzentrieren, Junge! Schnell! Wir gehören hier nicht hin. Dunkelalben greifen gerne gemeinsam an. Wenn Vater einen schweren Angriff landet oder pariert, kann sie das auseinandertreiben. Okay, eigentlich wollte ich ja nur an dem Ding hier drehen. So. Moment, so miteinander kombiniert, sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Einen Weg in den Tempel finden. Was ist das? Was denn? So, naja, okay. Einen Weg in den Tempel finden, das... Sonst sehe ich hier nichts weiter. Vielleicht sollten wir nochmal zur Sandschale zurück. Ja, das machen wir nächstes Mal. Also, für heute haben wir einiges gemacht. Wir sind zwischen den Welten gereist, haben Julia Roberts und Sindri wieder getroffen. Und ja, also, das war richtig cool und episch heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit einer weiteren Folge von God of War hier auf Highscore Dropout TV. Bis zum nächsten Mal.